Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr im Zombie-Modus bei Cold War den Artillerieschlag verdoppeln könnt. Und zwar braucht ihr hierfür erstmal 150 seltene Schrott, um euch den Artillerieschlag zu kaufen. Und dann braucht ihr nochmal mindestens 50 seltenen Schrott, um euch entweder den Bogen oder die Minigun zu holen. So, wenn ihr das dann habt, Leute, dann müsst ihr auf jeden Fall den Artillerieschlag wieder in die Hand nehmen. Dann stellt ihr euch vor den Todbringer, dann drückt ihr die Taste, um den Artillerieschlag zu verwenden und den Todbringer aufzunehmen, beides gleichzeitig. Und wie ihr seht, habt ihr jetzt die Animation von dem Artillerieschlag, aber ihr habt die Minigun. Das heißt, ihr könnt das beliebig oft machen. Dieser Trick lässt sich auch super mit dem God Mode auf Firebase Z kombinieren und ich zeige euch das Ganze noch einmal. Ihr nehmt den Artillerieschlag, drückt gleichzeitig die Taste für den Artillerieschlag und um den Todbringer aufzuheben, dann habt ihr die Animation vom Artillerieschlag, aber ihr habt den Todbringer im Inventar. So, das war's dann mit dem kurzen Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.